Willkommen zurück bei Minecraft Hardcore. Und schaut mal, wir haben schon wieder zwei von unseren dicken Golems da, die hier aufpassen, dass nichts schief geht. So, wo hatten wir beim letzten Mal aufgehört? Unsere Station, wir brauchen Holz. Holzi, Holzi, Holz. Wir haben natürlich unser ganzes Holz verkauft. Das heißt, wir werden mal ganz schnell rausgehen. Hallo, mein Freund. Kannst du mich mal durchlassen? Danke. Was hast du mir jetzt gegeben? Protection 2 und Unbreaking 2. Klingt gut. Aber was kann ich jetzt nicht gebrauchen? Oh, ich sehe, uns fehlt eine Axt. So. Das kommt weg. Wir besorgen uns mal schnell eine Axt. Ah, da haben wir noch mehr als genug. So, die kommen hier rein. Bett kommt hier rein. Die heben wir auf. Und die Steine können wir auch abgeben. So, mal gucken, ob wir hier jetzt aufgemacht haben. Drei Betten habt ihr hier. Euch geht's gut? Reicht was, um euch zuzuwerfen? Nein. Da müsst ihr selber zurechtkommen. Okay. Dann kümmern wir uns mal ganz schnell um Bauholz. So. Bauholz bekommen wir von draußen und ich habe gesehen, unter dem Baum sitzt ein Skelett. Das werden wir jetzt mal gleich umlegen. Puh. Ah, ist schon umgelegt. Gut. Weg ist es. Ah, jetzt will ich mal wissen, wie viel Holz das hier ist. Also würde ich sagen, gewohnte Prozedur. Taktischer Zeitraffer. So, das hat sich doch gelohnt. Das sind fast zwei Stack. Wow. Also damit können wir jetzt unsere Plattform da oben garantiert zu Ende bauen. Ah, da fällt schon der erste runter. Ah, sind schon zwei. Ah ja. So. Die brauchen wir ja nun wirklich nicht. Kommt noch was? Naja, wenn nicht, wir gucken nachher nochmal. Wenn nicht, haben wir noch drinne genug zur Reserve. So. Müssen wir mal gucken. Leitern brauchen wir jetzt. Hier haben wir auch keine. Hast du Leitern? Oh, warte mal. Da können wir die dazulegen. So. So und so. Und wenn wir schon mal dabei sind, Quatsch. So. Dann können wir gleich noch ein paar Zäune machen. Dann können wir nämlich oben gleich... Ach, clever. Dann können wir oben nämlich gleich zubauen. So. Zack.
Angekommen. Super Aussichtsplattform. Oh, sehr gut. Ah, nicht genug. Oh, warte mal. Wenn ich eins gelernt habe, dann, dass man Leitern so baut, dann kommt man nämlich besser daran. So. A. Möchte ich jetzt ganz schnell hier die Beute haben. Danke. War natürlich nur Dreie und kein Vierter. Doch, ein Vierter. Juhu. 2, 3, 4. Thema erledigt. Aus einem Baum kriegen wir genug Saplings für einen neuen Baum raus. So. Mit O. Halt. Da. Ah, da brauchen wir noch ein paar mehr, wa? So, wir machen ein paar zu viel. Damit wir nämlich... Wo hat Nene es denn gestellt? Ach, hier. Sollte natürlich nicht passieren. So. Alles klar. Sechs. So, und hier lasse ich offen. Ja, wobei, hier sollten wir zumachen und hier vielleicht offen lassen. So. Und jetzt können wir nämlich von hier aus schön mit dem Bogen freies Schussfeld für alle. Super. Und wir müssen nach oben offen haben, damit wir hier diese fliegenden Geister abwehren können. Aber ich bin am Überlegen, noch was zu probieren. Wenn ich hier Schneemänner hinbaue. Die den Gegner nerven. So, so. Hier kann der Schneemann abhauen. Das verhindern wir, indem wir hier einen Zaun setzen. So. Genau. Wenn wir jetzt hier einen Schneemann reinsetzen, der dann hier, wenn hier Gegner kommt oder wenn hier diese Fliegedinger kommen, auf die schießt. Die verursachen zwar keinen Schaden, können aber Angriffe disturben, also unterbrechen. Und vor allem können sie die Gegner ablenken. So, was brauche ich dafür? Ich brauche Schnee. Schnee ist das hier. Zwei davon. Und ein davon. So, den müssen wir scheren. Zack, zack. Zack, Tür zu. Oh, wir haben wieder... jede Menge Ernte. Und vor allem, wir haben Möhren.
So. Oh, warte mal. Zack, fertig. Okay. So. Gehen jetzt schlafen? Oh, warte mal. Bevor ich die Dorfbewohner wieder wecke, teste ich das mit dem Schneemann aus. So. Quatsch. Den hier. Kuckuck, guten Morgen. Kannst du auf die da unten schießen? Pompe. Wie sieht's aus? Oh, warte mal. Wenn ich das jetzt so mache und jetzt hier unten aufmache. Genau, dann kannst du schießen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Was ich jetzt mache ist... Ich hole mir den Schnee, den ich verbraucht habe. Wieder. Damit gibt es den Schneemann sozusagen umsonst. Ja, was ist mit euch los, Jungs? Cool. Der Schneemann gefällt mir. Aua. Was? Ah doch, ich hab doch Pfeile. So. Wo ist mein Futter da? Boah, hier muss irgendwo ein Nest sein. Kommen hier viele an hier ran. Ja, gibt's ihn, gibt's ihn, gibt's ihn. Oh, da kommen noch mehr.
Was denn hier los? Okay, ich besorge mir mal einen zweiten Schneemann, der hier ein bisschen für Action sorgt. Holla, die Waldfee, ist hier was los. So, den setze ich aber auf einen Half-Slap. Oh, hier sind ja noch Snowblocks. So. Ein Pumpkin brauche ich. Okay. Hallo, Dicker. Oh, einer ist schon rausgerannt. Okay. So. Den setze ich jetzt auf den Half-Slab in der Hoffnung. Jetzt habe ich zu wenig Zäune. Oh, da kommt einer durch. Wo kommen die hier rein? Hier ist alles zu. Schlecht ausgeleuchtet ist auch nicht. Hier ist alles gut ausgeleuchtet. So, ich hole mir noch ein paar Zäune. So. Und vor allem müsste ich mal ganz schnell rausgehen und das Zeugs, was da draußen liegt, einsammeln. Schade, keine Rüstung bei. Hoho, ist hier was los? Ist es normal, dass hier so viele Zombies kommen? So. Klar. Und alles klar. So. Schnee. Hatte ich nicht Schnee? Snowblocks eingepackt? Ach. Ich dachte, ich hätte die eingepackt. Ich habe mich ja extra noch darüber gefreut, dass sie die haben. So. Da sind... Ah ja, richtig. Der kommt weg. Der kommt raus. Dich brauche ich nicht. Zwei Snowblocks. So. Ach so, du kannst ja... Naja, wobei, du bist tiefer. Du müsstest hier drüber schießen können, wa? Wir probieren das nächste Nacht aus. Ansonsten kriegst du auch einen höheren Zaun. So, und hier kannst du nicht abhauen. Okay. Ja, wunderbar. Haha. Ich krieg neue Wachen. Und wenn der tiefer, wenn der so funktioniert, dann werde ich den auch noch ein Stück nach unten setzen. Ach, jetzt ist natürlich blöd. Dich darf ich ja nicht auf eine Half-Slap setzen. Ich müsste dich auf eine Voll-Slap setzen, damit du ein Stück höher bist. Lass mich raten, du willst jetzt aber nicht ein Stück zur Seite gehen, wa? Warte, das ändern wir noch. Also, wie mache ich denn das jetzt? Ach, ich mache das mit dem nächsten. Die Dinger halten ja eh nicht lange. Und dann war's das. Wir haben auf der Seite zwei Wachen aufgebaut. Ich hoffe mal, die sorgen auch für gute Flugabwehr gegen Plagegeister. Und dann müssen wir noch zusehen, dass wir da hinten die Mauer sicherer machen, weil da sind die eingebrochen. Aber das kriege ich alles hin. Und bis dahin sage ich, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. See you later.